haben, so unserer Veranstaltung mit dem Titel Wie stark darf ein Staat sein oder wie stark muss er sein? Bevor ich gleich unseren Referenten das Wort gebe, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Katharina Krakow. Ich werde heute Abend durch die Veranstaltung führen. Im besten Falle werden Sie aber gar nicht viel von mir hören, sondern vielmehr von unseren beiden Referenten. Diejenigen, die von Ihnen schon dabei waren, wissen schon, wir sind ein interaktives Format. Das heißt, Sie können gerne, Sie können gerne Fragen stellen und sich aktiv beteiligen. Die Mikros sind stumm geschaltet, aber unten in der Leiste finden Sie die Chatfunktion. Und darüber können Sie entweder gerne mir direkt oder auch für alle einsehbar Ihre Fragen stellen und loswerden. Und die werde ich dann versuchen, in das Gespräch mit einzubauen, sofern ich denn dazwischen komme. Genau. Ich hoffe, die beiden Referenten sind gleich sprechfähig. Dann würde ich nämlich gleich übergeben. Ich sehe Kopfschütteln und ein rotes Mikro. Vielleicht ein kurzer Hinweis an die Technik, dass da einmal nochmal freigeschaltet werden müsste. Aber ich kann ja soweit schon mal vorstellen und dann ist es hoffentlich gleich alles soweit. Den einen Referenten sollten Sie hoffentlich schon kennen. Das ist nämlich unser Fraktionsvorsitzender Stefan Bürgner. Der war schon häufiger dabei und wird auch heute Abend wieder mit uns diskutieren. Auch dabei ist heute Sebastian Lechner. Er ist von der CDU, der innenpolitische Sprecher in der Fraktion und außerdem der Generalsekretär von der CDU Niedersachsen. Allerdings sehe ich bei ihm leider immer noch ein gutes Mikro, das jetzt nicht mehr da ist. Das heißt, ich versuche jetzt mal zum Eingangsstellenden zu übergeben. Und zwar würde ich auch direkt mit dem Titel der Veranstaltung starten. Wie stark muss das denn sein, der starke Staat? Ja, erstmal herzlichen Dank an alle für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend dabei sein kann und ein wenig in ein Streitgespräch eintreten kann über die Frage, wie stark ein Staat sein soll. Übrigens eine Frage, die uns, glaube ich, gerade in den letzten Monaten und auch Wochen immer wieder bewegt hat, über die wir auch kontinuierlich diskutieren und die auch in vielen politischen Auseinandersetzungen im Landtag ja durchaus eine große Rolle spielen. Ich will drei Grundsätze vorstellen. Ich glaube, der erste Grundsatz, da können wir uns alle miteinander, vor allen Dingen Stefan und ich, wahrscheinlich noch darauf einigen. Auch bei uns ist es so, dass wir der Meinung sind, dass wir dort einen starken Staat brauchen, wo er notwendig ist, aber so viel Freiraum und Eigenverantwortung und auch Platz ohne einen Staat wie möglich. Das ist auch der Grundsatz, der uns auch bei unserer politischen Arbeit kontinuierlich leitet. Die Frage ist nur, wo ist er notwendig? Und da sicherlich beginnen auch die Auseinandersetzungen, auch im politischen Umfeld, auch mal mit der FDP. Wir halten ihn natürlich vor allen Dingen da für notwendig, wo es um das staatliche Kerngeschäft geht, also wo er ja auch mal historisch daraus entstanden ist, nämlich aus der Abwehr von Gewalt als Schutzgemeinschaft auch der Bürger. Und insofern sind wir der Meinung und auch ich als innenpolitischer Sprecher, dass wir gerade bei der Kriminalitätsbekämpfung, gerade in den Bereichen, wo es auch um die Abwehr von Gefahren für Körper und Leib geht, dass wir dort einen starken und auch zupackenden Staat brauchen, der auch in der Lage ist, diese Gefahren effektiv auch abzuwehren. Weniger notwendig, und da können wir uns wahrscheinlich darauf einigen, ist er für uns im marktlichen Geschehen oder da, wo es um die Allokation von Gütern geht, aber auch um Innovationen geht. Weil ich bin selbst auch Volkswirt, da durchaus die Meinung auch bei uns herrscht und die ich auch vertrete, dass ein zu starker Staat auch im wirtschaftlichen Bereich dafür sorgen kann, dass eher das Gegenteil entsteht, dass nämlich Eigenverantwortung, Eigeninitiative, Unternehmertum auch abgewürgt wird und damit dann auch für die Gesellschaft an sich dadurch mehr Schaden entsteht als Nutzen. Und drittens sollte ein starker Staat immer dort sein, wo wir auch in der Lage sind, die Dinge tatsächlich zu bewältigen. Das heißt, auch von der staatlichen Kompetenz her, von der staatlichen Aufgabenwahrnehmung auch her, auch in der Lage sind, dort wirklich auch unseren Aufgaben nachzukommen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, staatliche Gesetze durchzusetzen oder Ordnungsrecht anzuwenden, sind wir, glaube ich, im staatlichen Bereich nach wie vor gut, auch gut unterwegs.
Aber wenn man sich jetzt gerade auch die Pandemie anschaut, auch die Erfahrungen, die wir haben, dann sind natürlich bei all den Fragen der Logistik, der Verteilung von Impfstoff, auch der Hotline-Anwendungen und anderen Bereichen durchaus große Defizite zu sehen. Und vielleicht sollte man da dann doch eher auch als Staat sagen, ich ziehe mich mit meinem eigenen Personal, mit meinem eigenen mit meiner eigenen Ausstattung auch zurück und vertraue dort lieber auf die Akteure, die das auch geübt und gelernt haben, und kooperiere mit denen, bevor ich alles selbst mache. Und damit komme ich zum vierten Grundsatz. Ich glaube, wir stehen in einer Phase, wo es zu einer grundsätzlichen Reform auch des staatlichen und auch der Verwaltung nicht nur kommen kann, sondern auch kommen wird. Weil es, glaube ich, viele, viele Entwicklungen auch gibt, gerade was die Digitalisierung angeht, auch die Geschwindigkeit dieser Entwicklung, die wir dort beobachten können, die es nötig macht, uns auch grundsätzlich einmal zu überdenken. Und ich finde auch, dass viele der Defizite gerade jetzt auch in dieser Zeit da auch offen zutage treten. Und wenn Sie mich fragen, wo ist das größte Defizit, was wir in den nächsten Wochen und Monaten auch bewältigen müssen, dann liegt das sicherlich im Bereich Digitalisierung und der Frage, wie wir als Staat uns so aufstellen und wappnen, dass wir in einer Zeit, wo es um Daten geht, wo es um schnelle Entscheidungen geht, wo es auch um datenbasierte Entscheidungen geht, wo wir auch Strukturen schaffen müssen, wo wir als Staat auch digitale Angebote machen, diese Daten, die uns dann entgegenkommen, auch verarbeiten können, auch schnell. In einer solchen Zeit müssen wir, glaube ich, manche staatlichen Grundzüge auch grundsätzlich überdenken. Und ich finde auch, dass wir uns nochmal überlegen müssen, wie das staatliche Konstrukt ist. Also wir haben Bund, wir haben die EU-Ebene, wir haben das Land, wir haben die Kommunen mit Kreisen und Städten. Ich bin kein Anhänger davon, auch nicht der Meinung, dass große zentrale Einheiten einen starken Staat widerspiegeln, sondern ich glaube, es kommt auf die kluge Ausbalancierung und auf die kluge Beantwortung der Frage an, welche Ebene welche Aufgaben wahrnehmen sollte. Und ich finde, auch da haben wir schon in der Vergangenheit mit den Föderalismuskommissionen die ein oder anderen Ansätze gemacht. Aber es kann sein, dass wir uns da in den nächsten Monaten und Jahren auch nochmal drüber unterhalten müssen. Das vielleicht als kurzer Input. Und jetzt freue ich mich auf den Einstieg in das Streitgespräch. Vielen Dank. Stefan, dann fang doch gleich mal an mit dem Streit. Ja, mal abwarten, wie viel Streit es wirklich wird. Denn das hört sich ja erstmal gar nicht so schlecht an, was der Kollege Lechner da so sagt. Denn ich glaube, da sozusagen auf einer abstrakten Ebene kommen wir vielleicht sogar noch zumindest in Teilbereichen zusammen. Also ich kann unterstreichen den Punkt, auch sozusagen aus liberaler Sicht, dass wir ja durchaus einen starken, vielleicht würde ich auch eher sagen, einen handlungsfähigen Staat in zentralen Bereichen brauchen. Und zwar nicht seiner selbst willen, sondern für die Bürger und für das Gemeinwesen sozusagen. Also von der Idee her, dass die Bürger quasi in einer staatlichen Gemeinschaft sich zusammengetan haben oder zusammenleben und dem Staat eben, also Institutionen, die sie legitimieren und die sie gründen, eben gewisse Kompetenzen übertragen. Und aus einer liberalen Sicht müssen diese Kompetenzen quasi auf das notwendige Maß begrenzt sein. Denn wir gehen ja davon aus, dass jeder Einzelne zunächst einmal im Zentrum der Politik steht und im Übrigen eben dann davon abgeleitet staatlich Macht dazu dient, um dem Einzelnen und der Gesellschaft auch insgesamt eben ein gutes und sicheres und freies Leben zu ermöglichen. So. Und davon ausgehend gibt es eben zentrale Funktionen, die ein Staat übernehmen muss. Und dazu gehören die Bereiche, die hat Sebastian Lechner, denke ich, auch völlig zu Recht angesprochen. Zum Beispiel da, wo es um den Bereich der Durchsetzung des staatlichen, also wie der Name schon sagt, also des Gewaltmonopols geht. Ne? Also die Vereinbarung oder der Grundsatz in einem Staat, dass die Gewalt eben bei den staatlichen Institutionen nur dort ausgeübt werden darf, um den inneren Frieden auch sicherzustellen. Das setzt aber voraus, dass auch Justiz und Polizei, die da insbesondere mit gemeint sind, auch handlungsfähig sind. So, und da kommen wir dann ganz schnell an einen Punkt in der innenpolitischen Diskussion mit den Freunden von der Union immer, wo, wenn dann irgendwas Spektakuläres passiert ist, sehr schnell nach neuen Kompetenzen gefragt wird,
wir aber immer den Blick darauf richten und sagen, es gibt aber eigentlich ein Vollzugsdefizit. Die bestehenden Kompetenzen, die da sind, werden gar nicht so weit angewandt. Und wir oft den Eindruck haben, dass da sehr viel Symbolpolitik betrieben wird, dass man einfach nach mehr staatlichen Kompetenzen ruft, den Eindruck erweckt, mit diesen würden dann die Probleme gelöst werden und wären irgendwelche Verbrechen oder sonst was nicht passiert. Wenn man genauer hinguckt, sieht man, naja, aber nicht mal die bestehenden Kompetenzen werden tatsächlich ausgeschöpft, weil die Justiz und die Polizei gar nicht in der Lage sind, das alles zu machen. Also insofern, ja, es gibt zentrale Bereiche, wo wir einen starken Staat brauchen, aber oftmals ist in der politischen Debatte das Rufen nach neuen Kompetenzen, nach Ausweitung, auch zulasten der Bürgerrechte und der Freiheitsrechte, die für uns dann von zentraler Bedeutung sind, geht das sozusagen wie ganz selbstverständlich. Und dann hört Politik, habe ich den Eindruck, oft auf. Und sagt, jetzt haben wir neue gesetzliche Kompetenzen eingeräumt, jetzt ist das Problem gelöst. Ist es aber eben nicht. Und deshalb ist das eben aus meiner Sicht nicht zielführend, eine solche Politik, sondern Vollzugsdefizite zu lösen. Zweiter Bereich, wo wir ohne Zweifel einen starken Staat brauchen, ist im Bereich der Bildung. Ja, das ist staatliche Aufgabe, die Bildung sicherzustellen. Also wir brauchen funktionierende Schulen, wir brauchen gute Schulen. Das ist sicherlich ein entscheidender Punkt. Und auch da, denke ich, bin ich mit Sebastian Lechner einer Meinung. Auch da teile ich die Rolle, die Frage, welche Rolle hat er in der Wirtschaft? Wobei, ich sag mal, die CDU-Freunde, lieber Sebastian, neigen ja manchmal dazu, gerade auf kommunaler Ebene doch sehr viel Kompetenzen an kommunale Unternehmen abzugeben. Also da ist dann das mit der Schiedsrichter- oder der Zuschauerfunktion vom Staat nicht immer so gegeben. Aber darüber kann man ja im Einzelfall dann auch streiten. Zu Corona. Und das finde ich, und das spricht ein Punkt an, den Sebastian Lechner eben auch angesprochen hat. Also das Zusammenspiel zwischen Bund, Land und Kommunen. Was ich, und das ist eine Beobachtung, die ich auch im Umweltrecht schon immer gemacht habe, dass der Bund unfassbar weit weg ist vom Vollzug. Was im Bund, in den Ministerien diskutiert wird oder auch bei allem Respekt vor den Kollegen, von den Bundestagskollegen diskutiert wird, sind irgendwie die ganz großen Linien. Und da wird nicht mehr sozusagen eigentlich auf die Auswirkung und Relevanz dessen, was dort beschlossen wird, auf den Vollzug vor Ort geguckt. Und das, finde ich, offenbart sich in einer Art und Weise in der Corona-Krise, die schon sehr bemerkenswert ist, weil ich immer den Eindruck habe, dass sich die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten mit der Bundeskanzlerin treffen. Die besprechen was und beschließen was. Vieles davon kritisieren wir. Manche Sachen finden wir ja auch richtig, ne? Also da sind ja einzelne Punkte drin, die wir auch gut finden. Aber dann habe ich den Eindruck, wenn die sich dann 3 oder 4 Wochen später treffen, glauben die allen Ernstes, das, was da beschlossen worden ist, ist umgesetzt worden. Also in den 4 Wochen ist überhaupt gar nichts, meistens gar nichts passiert. Also wenn ich zum Beispiel an die Einfügung von SORMAS denke, ne, diesem EDV-Programm bei den Gesundheitsämtern oder die Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, was auf kommunaler Ebene betrieben wird, habe ich immer den Eindruck, auf Bundesebene glauben die, sie beschließen das und dann funktioniert das, weil sie keine Vorstellung davon haben, was das in der Umsetzung konkret bedeutet. Und deshalb ist das wirklich ein Problem, dass der Bund sehr weit weg ist von den Kommunen. Und das sind eigentlich Funktionen, die man, glaube ich, ausgleichen kann. Ich bin weit davon weg, irgendwie zur Zentralisierung zu kommen. Ganz im Gegenteil. Ich bin ein großer Freund davon, die Dinge auf den Ebenen zu haben, wo sie sehr nah sind. Aber da müssen sie auch vollzugstauglich, wenn es auf anderen Ebenen entschieden wird, eben entschieden werden. Und der letzte Gedanke, den wir haben, ist, dass wir einen übergriffigen Staat einen sich ausbreitenden Staat haben, wenn es um Genehmigungsverfahren, Projekte, Realisierung und sonst was geht. Da haben wir eine Verfahrensdauer mittlerweile in Deutschland erreicht und eine Komplexität, die, glaube ich, den Realitäten einer modernen Dienstleistungs-, Industrie- und Wissensgesellschaft nicht mehr gerecht wird. Die Abläufe müssten viel, viel schneller sein und da muss auch der Staat seinen Teil zu laufen, zum Teil zu leisten durch Digitalisierung, aber eben auch durch verschlankte und einfachere Verfahren. Und da sind wir ganz, ganz, ganz weit leider noch von weg. Und ich finde, da haben wir in Deutschland, und wir wollen ja ein Streitgespräch führen, unter der Führung der Union in den letzten, wie viele Jahre sind es, 16 Jahre,
oder ähnlich einen riesigen Stau angehäuft, sozusagen ein Reformbedarf, was Handlungsfähigkeit und Effizienz staatlicher Entscheidungen angeht, der muss dringend abgebaut werden. Und das heißt auch, Deregulierung zu betreiben. Und zwar, da muss es wirklich mal der Knoten durchschlagen werden, weil wir reden seit Jahren oder Jahrzehnten mittlerweile drüber und irgendwie gelingt es nicht. Weil am Ende oftmals wir Strukturen haben, wo sozusagen die Verwaltung sagt, wie es geht. Und Verwaltung neigt dazu, sich selber zu verwalten und zu verkomplizieren. Auch das ist noch ein Thema, auch aus dem Umweltrecht übrigens, wo man Beispiele finden kann, dass die Dinge eben immer komplexer mit technischen Normen unterlegt werden und politisch zum Teil gar nicht mehr steuerbar sind und sich in dieser untergesetzlichen Ebene des Verwaltungsvollzuges aus meiner Sicht auch fast parlamentarisch und demokratisch nicht mehr zu kontrollierende Rechtsetzungsmechanismen entwickelt haben. Ich schmeiß mal gleich Kommentare aus dem Chat ein und dann dürfen Sie sofort weitermachen. Und zwar schließt das insofern an, als dass wir hier auch schon haben, der Staat würde sich überall einmischen und er sollte sich eher in eine dienende Rolle begeben und dass er unter anderem nur beim Verteilen von Knöllchen gut ist, aber bei den wirklich wichtigen Sachen dann vielleicht doch nicht so sehr. Was sagen Sie denn dazu? Ja, also die Auffassung teile ich nur in bestimmten Bereichen. Ich glaube, dass der Staat sich schon um vieles kümmert, als nur um Knöllchen verteilen. Das halte ich für eine der sonst durchaus zugespitzte Position. Aber ich kann vieles der These abgewinnen, dass wir in manchen Bereichen, Stefan Böckner hat es eben formuliert, übergriffig unterwegs sind. Ich glaube nur manchmal, dass die Regelungen, die dort getroffen sind, immer einen sinnvollen Hintergrund haben oder einen Schutzzweck, der ja durchaus vertretbar ist. Er wird dann nur in einer Art und Weise umgesetzt oder es werden Informationen verlangt, die dann in aufwendigsten Verfahren und oft auch in Verfahrensprozessschritten nur eruiert und erhoben werden können, die diese Verfahren ewig lange werden lassen. So, das kennt jeder aus dem Baugenehmigungs- und Umweltverfahrensrecht. Stefan Böckner hat das eben schon gesagt. Aber ich will es auch mal an einer durchaus umstrittenen Reform der letzten Jahre machen, die sogenannte Datenschutzgrundverordnung. Da haben wir uns ja auch im Parlament da sehr drüber auseinandergesetzt. Und es ist auch tatsächlich so, dass viele der Informationen, die dort gefordert werden, den Unternehmen große bürokratische Lasten auflegen. Aber wenn man sich die Vorschriften an sich anguckt, dann glaube ich, kann sich Stefan Böckner und ich relativ schnell einigen, dass viele dieser Vorschriften auch wichtig und richtig sind, weil sie am Ende natürlich auch einen guten Schutzzweck haben. Sie werden nur in einer unadäquaten Weise umgesetzt. Und das ist ja das, was Stefan Böckner vielleicht auch als Vollzugsdefizit sieht und das ich auch sehe. Und das hatte ich auch am Ende meines Statements angesagt. Wir haben im Moment Entwicklungen, wo wir uns als Staatswesen fragen müssen, wie wir denen adäquat entsprechen können. Wenn Sie eine Datenschutzgrundverordnung schon heute oder die Meldepflichten, die Sie bei der Datenschutzgrundverordnung heute digital vollziehen könnten, auch teilweise automatisiert vollziehen könnten, dann würde das die bürokratischen Lasten für viele Unternehmen dramatisch senken. Können Sie aber nicht, weil vielfach der Staat noch nicht in der Lage ist, diese Informationen digital aufzunehmen und auch nicht digital zu verarbeiten. Und das gilt natürlich für viele Bereiche. Das gilt auch für Baugenehmigungsverfahren, das gilt für Umweltgenehmigungsverfahren und so weiter und so fort. Wenn wir in der Lage wären, Daten besser zu vernetzen, Daten auch besser auszuwerten und auch zu kombinieren, auch Daten, die wir schon erhoben haben, vielleicht die auch nicht drei- oder vierfach zu erheben, sondern auf die zuzugreifen, dann könnte das uns in vielen Bereichen einiges erleichtern und auch verbessern, ohne dass wir an sich an die Schutzzwecke der Normen ran müssen. So, und da haben wir ein Thema, wo ich gerne auch mal verstärkt auch mit der FDP in Zukunft eintreten würde. Und das ist die Frage, ob wir das richtige Datenschutzregime tatsächlich haben. Wir sind immer in Deutschland auf dem Weg der Datensparsamkeit unterwegs, was uns in vielen Verfahren Probleme macht. Ich würde lieber gerne den Grundsatz der Datensparsamkeit einmal nach hinten anstellen und lieber auf Datensouveränität und Datensorgfalt abstellen, nämlich die Frage, wer darf darauf zugreifen, wer darf die Daten nutzen
Und im Übrigen auch die Datensouveränität für die Bürger und Unternehmen herstellen, das heißt über Unternehmenskonten und persönliche Datenschutzkonten, die mir auch zeigen transparent, wer eigentlich meine Daten besitzt, wer darauf zugreift und ich sie über diese Konten auch freigeben kann. Wenn wir uns über diese neuen Mechanismen, also gerade auch die Frage, wie teilt man Daten, auf welche Daten können wir zugreifen, wie gestalten wir digitale Prozesse in Zukunft unterhalten, wird einiges, was wir heute an bürokratischen Lasten haben, durch kluge technologische digitale Prozessschritte gelingen zu verändern. So, das ist eine These. Ich sehe auch schon, dass es da viele Entgegnungen gibt. Deswegen höre ich jetzt gerne auf und freue mich mal auf die Entgegnung. Ja, also ich glaube, da auch selbst da ist es gar nicht so weit auseinander. Denn also wir diskutieren das ja auch bei den Freien Demokraten unter dem Stichwort Datenhoheit. Ja, und nicht Datenschutz jetzt als, wollen wir gar nicht verstehen, als Bremse für etwas. Aber auch hier muss man ja sagen, das ist der Anspruch ist richtig und ich glaube, das Ziel ist auch richtig formuliert, wo wir hinkommen müssen. Aber wenn wir dann einen Blick in die niedersächsische Landesverwaltung gucken, wie weit man dort mit der Digitalisierung ist, wir haben gerade in diesen Tagen einen Prüfbericht des Landesrechnungshofes dazu gehört, dann ist das haarsträubend. Ne? Also dann ist das weite Zukunftsmusik, weil der Innenminister, das ist ganz praktisch, weil da gehört der SPD an, da sind wir uns dann vielleicht besonders schnell einig, aber weil der Innenminister das eben nicht auf die Reihe kriegt, nicht mal intern in der Verwaltung selber das auf die Reihe zu bringen. Und da zeigt sich eben, dass das bei den richtigen Ansprüchen in der Umsetzung offensichtlich immer noch schwer fällt. Und ich glaube nicht, dass es ausschließlich sozusagen die Frage, also ich, oder anders gesagt, ich teile die Einschätzung, dass über digitale Instrumente sehr viel vereinfacht, erleichtert werden kann, so nach dieser One-Shop-Lösung. Ne? Ich gebe einmal sozusagen meine Daten, dann sind die verfügbar. Ich habe da gesicherte Verfahren auch, wo ein unberechtigter Zugriff nicht möglich ist. Das ist alles prima. Trotzdem erlauben, also da sind wir aber in Deutschland leider sehr weit weg. Und ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob der Datenschutz nicht nur vorgeschoben wird. Ne? Das habe ich so bei dieser Corona-App in der Debatte empfunden, dass dann plötzlich gesagt wurde, ja, der Datenschutz macht das alles so schwierig. Also aus unserer Sicht wäre das alles, also ist zumindest der Datenschutz kein Hindernis, da zu effizienteren Lösungen zu kommen. Also deshalb, auch da habe ich immer so ein bisschen manchmal ein Störgefühl. Aber worauf ich noch hinaus wollte, das ist der zweite Gedanke, den ich sagen wollte, dass die Komplexität der Verfahren ja unabhängig von der Frage, wie ich die Verfahren dann am Ende abarbeite, auch zu reduzieren ist. Und auch aufgreifend, was im Chat gesagt wurde, weil es ist natürlich richtig, dass diese komplexen Verfahren, wo der Staat an den Bürger, an Unternehmer sehr, sehr viele Anforderungen stellt, in allen möglichen Lebens- und Rechtsbereichen, dass die am Ende irgendwie eine gesetzliche Grundlage haben und damit die parlamentarische Legitimation auch haben. Nur, und das kann ich aus der Zeit noch aus dem Umweltministerium berichten, in vielen Bereichen ist es ja so, dass der Gesetzgeber meinetwegen im Umweltrecht, im Emissionsschutzrecht irgendeine Ermächtigungsgrundlage formuliert hat, wo er, also für eine Verordnung, wo dann relativ abstrakt beschrieben ist, was durch diese Verordnung geregelt werden soll. In dem Moment ist dem Parlament die Komplexität der Fragestellung kann in der Regel gar nicht bekannt sein. Dann wird die Umweltministerkonferenz beauftragt, oder die Umweltministerkonferenz beauftragt dann eine Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft, meist oder nur eine Länderarbeitsgemeinschaft mit der Erarbeitung. Dann arbeitet ein Arbeitskreis mehrere Jahre an einem komplexen Regelwerk, zum Beispiel zum Umgang mit mineralischen Abfällen oder Stoffen, und kommt dann nach einigen Monaten oder Jahren wieder und legt ein komplexes technisches Regelwerk quasi vor und legt es der Umweltministerkonferenz vor. Und das wird dann quasi aus dem Apparat heraus, der das selber erarbeitet hat, mit
gesagt, so muss das genau gelöst werden. Und spätestens an dieser Stelle, weil dann meist auch der Zeitdruck so groß ist, dass überhaupt ein Regelwerk kommt, damit endlich damit gearbeitet werden kann, werden im Prinzip Fakten geschaffen, die zu einer Regulierung führen, wo alle dann oder nicht alle, aber viele dann sagen, ja, ist ja vielleicht doch ein bisschen komplex geworden, aber das müssen wir jetzt so machen, weil wenn wir es jetzt nicht machen, dann dauert das nochmal 5 Jahre, bis wir weiterkommen. Und worauf ich hinaus will, ist, dass wir zum Teil durch diese Verwaltungs- und Rechtsdelegation eine Struktur aufgebaut haben, die eben, und das war der Einwand hier in dem Chat, die am Ende in der konkreten Regelung nicht mehr der parlamentarischen Kontrolle, also mittelbar schon, aber nicht mehr der parlamentarischen Zustimmung im Einzelnen unterliegen, sondern quasi in dieser technischen Art und Weise auf der Verwaltungsebene administriert werden. Und das ist wir haben da verschiedene Anläufe unternommen, das auf der UMK zu stoppen und so weiter. Und da nehme ich schon wahr, dass Verwaltung und dann eine fachspezifische Sicht, also ich mache den Menschen, die da arbeiten, gar keinen Vorwurf, weil die haben ihren Teil im Blick, aber die Abwägungsentscheidungen, die getroffen werden müssen, der Blick auf mehr als nur dieses eine fachliche Problem, dass die vielfach unterbleiben und dann nicht mehr die ökonomischen Auswirkungen richtig gewürdigt werden, nicht mehr die Verfahrensdauern in den Blick genommen werden, nicht im Blick genommen werden, dass das Personal möglicherweise gar nicht da ist, sondern alleine die aus fachlicher Sicht dezidiert im Detail wünschenswerte Lösung am Ende vorankommt. Und das halte ich wirklich für eine Entwicklung, wo eigentlich die Parlamente viel, viel stärker werden müssen, als sie es bisher sind, weil wir gar nicht mit den parlamentarischen Mitteln, die wir haben, in der Lage sind, diese Prozesse effektiv zu kontrollieren. Und da ist einiges ins Ungewicht geraten. Und das übrigens, Sebastian, auch in der Pandemie, deshalb bin ich da auch mal bei diesem Thema mit den Parlamentsrechten so vehement, weil das Parlament entkernt sich selbst mit dem, dass man das so stark der Exekutive überlässt. Und dann bleiben nämlich die Abwägungsentscheidungen bleiben auf der Strecke. Das erlebt ihr jeden Tag, weil das ist eine Verordnung der Sozialministerin. Ne? Die hat einen Blickwinkel. Das ist nicht mal eine Kabinettsentscheidung. Also nicht mal das Kabinett wägt insgesamt, zumindest formal ab. Inhaltlich weiß ich, dass damit eine Beteiligung stattfindet. Aber das Parlament ist ganz raus. Und das sind, glaube ich, so Entwicklungen, die auf Dauer zu einer Überbürokratisierung und zu einer zu einem Legitimationsdefizit am Ende führen. So, jetzt habe ich. Also ich. Genau. Ich will es mal vielleicht auf einen Grundsatz machen, der mich auch bewegt. Also das, was du angesprochen hast, ist ja im Kern so, dass man sagt, es wird immer alles bis ins kleinste Detail geregelt. Und meine Vermutung ist, das ist vielleicht aber auch eine ein bisschen bösartige These, aber meine Vermutung ist auch, dass es daher kommt, dass wir natürlich auf vielen staatlichen Ebenen, auch bei der konkreten Entscheidung, uns immer mehr vor Ermessensentscheidungen drücken. So, das heißt nicht drücken, da will ich gar nicht sagen, dass ich denjenigen, die das tun, da irgendetwas zuschieben will oder sowas, sondern ich glaube, dass es einfach schwierig ist, in den heutigen Zeiten Verantwortung auch tatsächlich für eine Entscheidung in einer Ermessensentscheidung zu übernehmen. So, und man kann das ja mal an Beispielen aus der Pandemie deutlich machen. Ich meine, das war ja schon spannend, als wir die Verordnung vereinfacht haben und auch ein bisschen unbestimmte Rechtsbegriffe abgestellt haben, weil es damals ja die Anmerkung gab, es als viel zu komplex und viel zu kompliziert und das kann man so nicht machen. Dann wurde sie ja verkürzt. Und in dem gleichen Moment, als wir sie verkürzt haben und mehr unbestimmte Rechtsbegriffe eingeführt haben, kam dann die Erwähnung, dass das zu unklar sei und dass man jetzt auch gar nicht wissen würde, wie man es jetzt genau entscheiden müsse. Und der Staat müsse doch mal mehr Vorgaben machen. So, und wir müssen uns, glaube ich, irgendwann grundsätzlich, und das gehört ja dann auch wieder zu dieser Debatte, mal entscheiden, wie wir das strukturieren. Also dann müssen wir auch den politischen Rückhalt organisieren. Und da bin ich ja bei dir, was ein Rückhalt auch des Parlaments ist. Und dann vielleicht auch als Parlament klar sagen, dass wir wieder mehr auf Ermessensentscheidungen auch setzen und auch wollen, dass die Akteure, sei es Bürgermeister, sei es Landrat, sei es auch die Leiter der örtlichen Behörden, mehr eigenen Entscheidungs- und Verantwortungsbereich auch bekommen. Und den müssen sie dann auch ausüben. Und dann muss man das eben auch in den Verordnungen so umsetzen. Nur das bedingt eben auch, dass sie dann auch freier sind, aber eben auch freier gelassen werden in ihren Entscheidungen. Und es dann durchaus auch zu unterschiedlichen Entscheidungen in den jeweiligen regionalen Ebenen kommt. Ich fände das gut, aber ich glaube, es hakt manchmal bei diesem Grundsatz. Und dann auch in der zweiten Frage, wie geht man dann mit denen um,
die eine falsche, aus unserer Sicht oder vielleicht aus vielerlei Sicht, eine falsche Ermessensentscheidung getroffen haben. Ja, so, und dann ist ja der Mechanismus in Deutschland, dass wir dann relativ schnell auch vor den Gerichten landen. Und da muss man seine Ermessensentscheidung auch rechtssicher dort darstellen, auch die Erwägungen und Abwägungsentscheidungen auch darstellen. Und ich habe manchmal die Vermutung, dass diese Aussicht vor Gericht auch mit einer Ermessensentscheidung zu scheitern oder sie dort nicht klar zu begründen, auch oftmals dafür zu führt, dass man sie ganz, ganz rechtssicher machen will und das dann auch dazu führt, dass man ganz, ganz viele Informationen auch erhebt und abverlangt und den Bürgern auch auferlegt, die Informationsverlangen und solche Entscheidungen dann sehr, sehr lange dauern. Also die Frage ist dann, wie strukturiert man das neu? Und das war das, was ich in meinem Eingangsstatement ansprechen wollte. Wie verteilen wir Verantwortung zwischen den unterschiedlichen Ebenen so und gerne auch als Parlament, dass wieder mehr Ermessens- und Verantwortungsentscheidungen von den jeweiligen Ebenen getroffen werden können, aber auch getroffen werden müssen. Und das könnte dann schon zu einer Entbürokratisierung führen. Ja, das ist sicher so, dass zumindest ist das so meine Wahrnehmung, dass man dass wir sozusagen in einer Tendenz sind, dass man sozusagen jeden Lebenssachverhalt am liebsten rechtssicher irgendwie in einem Gesetzestext fassen will. Und das führt natürlich zu einer Gesetzgebungsflut, weil sozusagen dann auch alle möglichen Konstellationen erfasst werden müssen. Das halte ich auch sozusagen von der Tendenz her für eine Fehlentwicklung. Auf der anderen Seite bedeutet sozusagen ein zu großzügiges Gewähren von Ermessensentscheidungen und zu großzügiges Verwenden unbestimmter Rechtsbegriffe natürlich auch wiederum eine Verlagerung am Ende auf die Exekutive, die Gesetze anzuwenden hat. Und da wird man einen Mittelweg finden müssen, der sich am Ende wahrscheinlich anhand der Materie entscheiden muss. Also wie gibt es einen hinreichenden Grund dafür, mit einer Ermessensentscheidung etwa zu arbeiten? Oder ist es sozusagen so gravierend, ich meine, so grundrechtsrelevant, so tief eingreifend, dass man da sagt, nee, das ist eine so weitgehende Entscheidung, die muss der Gesetzgeber treffen. Da könnte man sicherlich, sagen wir mal, das besser austarieren, als das bisher der Fall ist. Das teile ich durchaus. Auf der anderen Seite, und das ist auch nochmal wichtig, bedeutet halt Ermessensentscheidung ja aber auch nicht, dass jemand frei ist in dem, was er tut. Er muss das sozusagen sachgerecht anwenden, das Ermessen. Und insofern ist auch die Konsequenz, vor Gericht zu landen, das ist ein normaler Vorgang in der Verwaltung. Also ich finde, da sollte sich ein Bürgermeister oder ein Landrat oder was auch immer gar nicht verscheuen. Denn wenn er das gut gemacht hat, dann und dafür sollte er ausgebildet sein oder seine Verwaltung zumindest in der Lage sein, dann werden sie auch eine rechtssichere Ermessensentscheidung treffen können. Und dass sich das immer mal durch Gerichte weiterentwickelt wird, ist sicher auch richtig. Was ich allerdings auch wahrnehme und denke, das geht in die Richtung, die du auch angesprochen hast, ist, dass wir in Deutschland eine etwas, ich sage mal, manchmal fragwürdige Fehlerkultur haben. Also, dass eben auch die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, auf vielen Ebenen nicht mehr sehr ausgeprägt ist, sondern man eher den Eindruck hat, das werden versucht, an jemand anderen zu schieben und die Bereitschaft dann tatsächlich einfach mal auch zu entscheiden, weil es nicht so ausgeprägt und vielleicht auch mal unkonventionelle Wege zu gehen, das wäre gerade in der Pandemie manchmal hilfreich, weil man eben dann gleich Sorge hat, ja, dann werde ich, keine Ahnung, lande ich vorm Gericht oder sonst was. Da würde ich immer noch eigentlich zu mehr Gelassenheit aufrufen, weil das Staatshaftungsrecht in Deutschland ist immer noch relativ großzügig. Ja? Also bis ein Beamter sozusagen individuell in die Haftung kommt, ist der Weg noch weit. Der Steuerzahlerbund will das gerne anders haben. Ne? Also das finde ich kritisch, weil man da möglicherweise dann eher zu Entscheidungsabstinenz kommt, als zu der Entschlossenheit, die man eigentlich braucht. Und das ist aber, glaube ich, auch ein Punkt, den ich wahrnehme, dass die Verantwortung, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen für Entscheidungen nicht sehr ausgeprägt ist. Und da würde ich mir auch mehr wünschen, aber das hieße auch mehr Rückhalt in der Öffentlichkeit dann für solche Entscheidungen. Und ich glaube, das ist zum Teil mindestens auch eine kulturelle Frage.
Jetzt habe ich gerade gelesen, es fühlt sich an wie eine Vorlesung im Verwaltungsrecht. Da wollte ich mal der Moderatorin nicht die Chance geben. Ich hoffe wenigstens Verfassungsrecht und nicht Verwaltungsrecht. Die Chance nutze ich gerne. Und zwar würde ich gleich ein paar Fragen aus dem Chat auch stellen. Wir hatten relativ früh schon eine Frage, wer oder was ist eigentlich der Staat? Das würde ich mal mit auf den Weg geben. Und was hier gerade ganz viel diskutiert wird, ist, ob Dinge überhaupt gleich geregelt werden müssen und ob dezentrale Lösungen nicht viel besser sind als zentrale Vorgaben. Was würden Sie denn dazu sagen? Also der Staat, das ist natürlich, und das versuchen wir als Politiker oftmals mal klarzumachen, das ist ja nicht die Politik oder der Politiker, sondern es sind natürlich vorwiegend erstmal all diejenigen, die in einem Staatsgebiet wohnen. Also wir Menschen und wir Bürger in Deutschland. Das ist die Grundbasis des Staates. Und wir delegieren Macht an das Parlament und das Parlament delegiert Macht an die Exekutive. Und insofern, und daneben gibt es natürlich dann noch die Judikative, die das überwacht. Und das alles zusammen ist der Staat. So, und insofern ist natürlich bei der Frage starker Staat, und auch ich finde den Gedanken auch spannend, auch immer das, was Stefan Bürkner eben gesagt hat, auch immer der öffentliche Rückhalt für manche Maßnahmen und das, was wir dort diskutieren, nicht zu verkennen. Auch bei der Frage, wie man entbürokratisiert, wie man Verfahren schafft und so weiter und so fort. Denn viele der Vorschriften, die wir gerade in den letzten Jahren erlebt haben, die auch neu gekommen sind, sind natürlich auch Ausmaß dessen, dass es öffentliche Diskussionen gab über bestimmte Schutz- und Schutzgüter, die man jetzt ganz besonders schützen muss und die darüber auch neu eingeführt wurden. Und ich erinnere auch mal bei der Frage des Baurechts und Genehmigungsrechts auch an neue Verfahren, die wir eingeführt haben, weil es um die Bürgerbeteiligung, um Transparenz und so weiter und so fort auch ging. Das heißt, jeder einzelne Akteur hat auch seine Verantwortung, auch bei der Frage, wie stark soll Staat sein und wo soll er aufgestellt sein und wo soll er wirken. Ich bin ein großer Freund, ich glaube auch die CDU auch, für dezentrale Entscheidungen. So, und wir beobachten das auch und fühlen das auch, und deswegen hatte ich das in meinem Eingangsstatement auch angesprochen, dass wir uns da nochmal über eine Neuverteilung der Verantwortlichkeiten auch unterhalten müssen. Und im Übrigen auch so, dass ich finde, auch Finanz und Verantwortung, also finanzielle Mittel und auch die Entscheidungskompetenz vielleicht auch noch ein Stückchen stärker zusammenfallen. Ich mache mal ein Beispiel. Ich finde es sehr besorgniserregend, was wir auch als Ausfluss der letzten Föderalismusreform im Moment beobachten, dass wir viele gemeinsame Entscheidungsfelder für den Bund haben, mit dem Bund zusammen haben, die aber gar nicht mehr so frei sind für die Länder, weil der Bund derjenige ist, der die Finanzen hat und dann auch zum Land kommt und sagt, okay, wir können uns eine gemeinsame Gesetzgebung vorstellen, aber wir könnten das doch so oder so machen und wir wollen mehr mitmachen. Und dafür gibt es jetzt auch die finanzielle Ausstattung von unserer Ebene. So, das ist jetzt wieder sehr abstrakt, aber das macht es gerade im Bildungsbereich, wir erleben das jetzt im Bildungsbereich, auch im Schulbereich, schwierig. Ich finde, wir sollten auf den oberen Ebenen die Grundsätze und die gesetzlichen Leitlinien festlegen und im Landtag, auch auf der Landesebene, stärker auch in die Umsetzungsperspektiven einsteigen und uns auch überlegen, wie man es konkret dann auch die Leitlinien umsetzen kann. Und auf der kommunalen Ebene denen dann auch die Möglichkeit geben, auch ganz konkrete Entscheidungen, auch durchaus Wahlentscheidungen bei der konkreten Umsetzung zu treffen, weil auch dort die meisten Informationen generiert werden, was wohl die praktikabelste und beste Lösung ist. Das wäre ein Idealbild, von dem wir aber zugegebenerweise in vielen politischen Bereichen ziemlich entfernt sind. Und da finde ich, lohnt es sich auch, einmal wieder zu drüber diskutieren, also sowohl für die EU-Ebene als auch für die Bundesebene als auch für die Landesebene wieder klarere Kompetenzen zuzugestehen, klarere Finanzverantwortung auch zuzugestehen, auch die Möglichkeiten eigener Finanzmittel zu erzeugen und dann eben mit diesen klaren Verantwortlichkeiten vielleicht auch wieder zu besseren Entscheidungen zu kommen. Dann würde ich mich mal versuchen. Also ich würde mal aus einer
freiheitlichen Perspektive sagen, dass das, was den Staat ausmacht, am Ende die freiheitssichernden Institutionen sind. Also wir haben sozusagen eine Kompetenz- und Machtverteilung im Staat und eine institutionelle Verteilung, die am Ende dazu dient, Freiheit zu ermöglichen. Das ist sozusagen die Idealvorstellung. Und deshalb haben wir ein Gewaltmonopol und das muss eben durch entsprechende Institutionen gesichert werden. Deshalb haben wir Bildungssystem sozusagen, das Chancengerechtigkeit und damit am Ende Freiheit dienen soll. Also insofern ist der Staat sozusagen, besteht am Ende aus diesen freiheitssichernden Institutionen und auch Regelungen und Kompetenzverteilungen, die dahinterstehen, um am Ende eben in der Gemeinschaft die Freiheit zu gewährleisten. Und zu der Frage der dezentralen Entscheidung würde ich sagen, ja, prinzipiell ist das richtig. Nur wenn das Modell Lechner, wenn ich es mal so nennen darf, sagt ja im Prinzip, die Grundentscheidung auf der Bundesebene sozusagen, dann die Konkretisierung auf der Landesebene und auf der kommunalen Ebene, wenn ich es richtig verstanden habe, sollen dann die Einzelfallentscheidungen getroffen werden, also so im abgestuften System. Das wiederum, also vielleicht bin ich zu sehr Föderalist und zu sehr sozusagen durch das Verfassungsrecht da geprägt oder durch das Grundgesetz widerspricht halt der eigenen Staatlichkeit der Länder, ne? Also sozusagen, die sich zum Bund zusammengetan haben. Ja, der Bund ist ja am Ende ein Konstrukt der Länder. Deshalb bin ich mir halt nicht sicher, ob man das so abstrakt definieren kann oder einfach sagen kann, wir haben verschiedene Ebenen. Das erinnert mich sehr an das Verhältnis der EU zu den Mitgliedstaaten, ne? Wir haben so Verordnungen auf EU-Ebene und die werden dann konkretisiert durch die Bundesebene und Vollzug ist bei den Ländern. Das wiederum finde ich halt als pauschale Regelung nicht angemessen, sondern ich glaube, man muss eben, und das hat das Grundgesetz ja gemacht, in der Kompetenzverteilung und in der Föderalismusreform ist es versucht worden, noch mal ein bisschen miteinander zu verzahnen, müssen wir halt schon gucken, finde ich, welche Aufgaben sind es denn konkret? Also, dass die Verteidigung beim Bund ist, macht Sinn, ne? Ist völlig klar. Dass Schule bei den Ländern ist, darüber kann man dann, haben wir auch in der FDP ja durchaus unterschiedliche Auffassungen, darüber kann man dann schon wieder streiten, wie viel Sinn es macht, 16 verschiedene Länder, sagen wir mal, Zuständigkeiten zu haben mit all den Regelungen. Da wäre meine Antwort nicht, die alle zusammenzufassen und zu zentralisieren und zu sagen, die Leitentscheidungen werden auf der Bundesebene getroffen, sondern ich bin schon ein Freund davon, das den Ländern zu überlassen. Nur ich würde erwarten, dass sie sich endlich mal vernünftig koordinieren. Das scheint noch das nächste Problem zu sein, dass wir es nicht auf die Kette kriegen, dass die Länder sich vernünftig miteinander abstimmen und zu praktikablen Lösungen in einer vernetzten Gesellschaft führen. Aber deshalb bin ich da so einleuchtend, so eine Stufung und so eine Kaskade ist, wie Sebastian Lechner sie beschrieben hat, so glaube ich nicht, dass das sozusagen als pauschale Lösung genügt und wir schon mit dem System eigentlich prinzipiell, abgesehen von der konkreten Umsetzung, aber prinzipiell glaube ich schon eigentlich, der Föderalismus in Deutschland im Kern funktioniert, im Kern schon. Ich glaube, in der Umsetzung haben wir erhebliche Defizite, die aber viel mit der, aus meiner Sicht, Herrschaft auch der Bürokratie zum Teil zu tun haben. Also Stefan, wir sind da nicht so weit weg. Ich meinte ja, dass wir Verantwortung unterschiedlich verteilen sollen. Und das kann durchaus, dein Punkt war jetzt auch gesetzgeberische Verantwortung sein. Und mein Punkt war sogar auch, das auch verbunden mit der finanziellen Hoheit. Also ich würde mir halt wünschen, dass wir Verantwortung klarer aufteilen und die aber auch mit einer gewissen Finanzautonomie verbinden, sodass man eben dann auch als Land bestimmte Möglichkeiten, ne, der Steuererhebung oder zumindest der Steuerbeeinflussung oder zumindest der Einnahmen Generierung auch mitentscheiden kann, vielleicht auch stärker mitentscheiden können, als das heute über den Bundesrat bei den Steuer- und Finanzmöglichkeiten auch der Fall ist, um eben auch die Verantwortlichkeiten dann besser wahrnehmen zu können. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für die kommunale Ebene, ne? Auch die könnten man gerne durchaus darüber nachdenken, dass auch die bei der Gewerbesteuer oder bei den Steuern, die sie haben, auch mal die Möglichkeit haben, in einen stärkeren Wettbewerb einzutreten, um auch dort die Verbindung aus Verantwortung und Entscheidung zu haben. Der ganze Punkt ist nur, es muss klarer werden und auch eigenständiger. Doch du sagst es ja auch schon, die Entscheidungsläufe laufen dann zum Beispiel bei der Bildung. Ja, wie ist es denn dann tatsächlich? Ja, also ich bin der festen Überzeugung, die eigenverantwortliche Schule ist richtig, weil es einfach viel, viel unterschiedliche Konzepte gibt, wie man richtig Schule macht. Und das würde ich beileibe nicht, selbst der Landesebene noch nicht zutrauen, dass sie das im Detail vorschreibt.
Und umgekehrt treibt es mich auch um, wenn ich weiß, dass man auf Bundesebene, wenn man da nur ein einziges Schulsystem hätte, dann frage ich ja, welches denn? Das von Brandenburg und Berlin oder das von Bayern? Also ich finde das gar nicht so schlecht, dass wir auch dort einen unterschiedlichen Wettbewerb haben. So, also insofern muss man dann da sich auch darauf einlassen, das ist mein Punkt, und das ist halt in der öffentlichen Debatte oft schwierig, das merkt man ja auch bei der Pandemie. Ich finde, da kristallisiert es sich. Da gibt es einmal das Verlangen nach regionalen Lösungen, die auch eigentlich gerechter sind. Ne? Und gleichzeitig den Ruf nach bundesweit einheitlichen Regelungen. Ja, und manchmal sogar in demselben thematischen Gebiet. Also auch auf dieselbe Regelung. So, und das ist es ja, was es so schwer macht. So, und da müssen wir uns einfach, und das finde ich ist dann auch Aufgabe des Parlamentes und der Parlamente, nochmal auf den Weg machen und da auch grundsätzliche Entscheidungen der Verantwortlichkeiten treffen. Das war mein ganzes Credo. Und das soll sowohl gesetzliche als auch Umsetzungsverantwortlichkeiten umfassen. Nur es muss klar getrennt sein. So, Stefan, bevor du gleich zur Replik ansetzt, gehe ich noch mal kurz dazwischen. Und zwar wurde hier gesagt, dass der Rückhalt in der Bevölkerung ja auch immer viel mit Kommunikation zu tun hat. Und da wurde die Frage gestellt, wie kann denn nicht nur die Verwaltung, sondern insbesondere auch die Politik da besser werden? Ich würde Sie beide bitten, kurze Antworten an mich zu geben, damit ich noch viele Fragen unterbringen kann, weil wir uns langsam aber sicher leider auch schon auf die 8 Uhr zu bewegen. Absolut. Okay, Sebastian, ich würde starten, ganz kurz. Bessere Kommunikation, also auch am Beispiel der Pandemie. Ich bin der festen Überzeugung, dass sozusagen die Debatte, nicht nur die Debatte, auch die Entscheidung über solche grundrechtsrelevanten und weitreichenden Maßnahmen im Parlament erfolgen muss und dadurch eben in einem transparenten Forum, wo, wenn nicht da, muss diese Debatte geführt werden. Und die Debatte führen wir da zum Teil, aber die Entscheidungen finden dann doch wieder an anderer Stelle statt, nämlich am Ende konkret durch die Ministerin, die am Ende die Verordnung unterschreibt und am Ende eben keine Entscheidungsgewalt beim Parlament ist. Das würde ich mir wünschen. Und ich glaube, dass dann auch die Kommunikation noch eine andere wäre, wenn die 137 Abgeordneten, die wir im Landtag haben, auch mindestens die der Mehrheitsfraktion, entscheiden würden, weil sie dann natürlich in der Kommunikation in die Bevölkerung hinein anders gefordert werden und übrigens auch in der Rückkopplung dessen, was sie alles an Stimmung mitkriegen, an die Regierenden, weil die brauchen am Ende ihre Zustimmung, eine andere Wirkmacht hätten und es daher zu besseren und besser kommunizierten Lösungen käme. Also ich will erstens sagen, vorhin stand ja auch im Chat, ja, es hört sich an, als ob die Politiker Opfer seien. Nein, sind wir natürlich überhaupt nicht. Ja. Wir sind 100% verantwortlich dafür, was wir da tun und übernehmen die auch. Ja, und machen auch im Übrigen durchaus Fehler. Und dann ist es wichtig, das auch durchaus mal einzugestehen. Das gehört übrigens auch zur Kommunikation. Und auch zu sagen, dass man sich auf dem einen oder anderen Bereich dann auch neue Lösungen überlegen muss. Diese Art des lernenden Staates, dazu braucht es, glaube ich, auch in Deutschland auch insgesamt eine, das gehört auch zur Fehlerkultur, was Stefan gesagt hat, noch ein bisschen eine andere Kultur, dass wir auch als Politiker durchaus für uns in Anspruch nehmen, nicht alles zu wissen und auch durch die ein oder andere Dinge auch zu lernen und dann auch neu zu entscheiden, wenn sich der Sachverhalt anders darstellt. So, insofern, wir sind 100% verantwortlich, auch für die Kommunikation der letzten Monate. Ich glaube, dass die Kommunikation in der Pandemie, wenn wir es darauf jetzt mal konkret machen, am Anfang gut war. Haben wir auch großen Rückhalt in der Bevölkerung gehabt und zum Ende hin immer schwieriger wurde. So, das geht nicht unumwunden, nein. Und ich habe auch Sympathien für die Thematik, dass man mehr im Parlament über die Dinge diskutieren sollte und auch Debatten führen sollte. Wir machen das ja jetzt auch im Landtag, ehrlicherweise auch auf Anschub der FDP, das gestehe ich unumwunden zu. Man fühlt sich aber auch als Parlamentarier natürlich mit mehr Debatten über diese Themen auch wohler. So, und insofern ist an der These, die Stefan Birken natürlich was sagt, nicht alles falsch, aber man muss auch erkennen, dass man das Verordnungsrecht natürlich nicht deswegen gesucht hat, damit man da jetzt besonders viele mit ärgern möchte, sondern weil es natürlich über die Exekutiventscheidung auch schneller geht in den Entscheidungen. Ich habe mir nochmal für mich den Spaß gemacht, habe mir mal angeguckt, wann wurde eigentlich das Infektionsschutzgesetz
damals auf den Weg gebracht. Und wie intensiv und umfassend war eigentlich die Debatte zu diesem Infektionsschutzgesetz? Weil ich ja auch noch die Debatten im Landtag kenne, wo wir innenpolitisch über manche Ermächtigungsgrundlagen heiß und strittig debattieren, auch Stefan Bürkner und ich. Und das Infektionsgesetz ja einen manchmal staunend zurücklässt, was es dort alles für Eingriffsmöglichkeiten gibt für die Exekutive. Und die Debatten wären natürlich da manchmal nicht mit der, also zumindest habe ich das nicht wahrgenommen, dass es da große und umfängliche Debatten zu gegeben hat, obwohl es das wäre wirklich angemessen gewesen, ja, gerade bei der Frage dieser gesetzlichen Grundlage. So, insofern, ich glaube, man muss abwägen. Ich glaube, die Landesregierung hat jetzt einen guten Weg gefunden, auch in der Kooperation im Landtag zwischen Beteiligung, Debatte im Parlament und den Notwendigkeiten auch schnell zu entscheiden zu können. Und wir werden sicherlich auch nochmal in der Nachbetrachtung bei der Frage der parlamentarischen Beteiligung auch bei solchen großen, auch beim Infektionsschutz nochmal einiges zu debattieren haben in den nächsten Jahren. Jetzt habe ich eine aktuelle Frage hier noch zum Thema Lobbyregister. Ja. Bitte. Fühlt sich der Kollege angesprochen. Komisch, ganz komisch. Warum los? Also, ich glaube, da wird jetzt einiges nochmal passieren. Wir müssen uns da auf den Weg machen. Ich meine, das ist ja eine spannende Debatte, Stefan, die wir, glaube ich, auch im Landtag führen sollten. Also und die Vorfälle, die wir da jetzt zu beobachten hatten, gerade bei zwei ehemaligen Kollegen von uns, sind natürlich unbegreiflich. Also ich habe mich auch gefragt, wie man überhaupt auf so eine Idee kommt. Aber es macht schon skeptisch und es macht auch gibt einem auch zu denken. Wir haben uns ja schon auf ein Lobbyregister und Transparenzregister geeinigt, gerade vor ein paar Wochen. Und ich denke schon, dass es da jetzt auch nochmal intensivere Debatten auf Bundesebene zu gibt. Das ist auch richtig so. Zustimmung von Stefan? Ja. Also das ist absolut, also das Entscheidende ist, dass darüber Transparenz hergestellt wird. Wir müssen das, was da passiert und dass sowas offenkundig ist und diese Verquickung, die da stattgefunden hat, erscheint mir auch nach dem niedersächsischen Recht sozusagen, dass hier das Mandat benutzt wird, um gewisse Vorteile zu erlangen, am Ende finanzieller Art. Das wäre nach niedersächsischem Recht eindeutig rechtswidrig nach dem Abgeordnetengesetz und muss entsprechend geahndet werden. Und der Reputationsschaden für Politik insgesamt, das ist gar nicht auf die CDU begrenzt, der ist enorm durch solche Fälle, weil das jetzt ja hier auch noch in der Krise sozusagen, also wo die Notlage ausgenutzt wurde oder genutzt wurde, um solche Geschäfte zu machen, mit Mandatsbezug, soweit ich das überblicke, ich kenne die Fälle jetzt ja nicht, kenne sie ja nur aus den Medien, dann ist das natürlich nicht in Ordnung, das ist gar keine Frage. Aber ansonsten gilt aus meiner Sicht, ist Transparenz das Entscheidende. Das stößt aber, die Debatte haben wir auch schon geführt, im Landtag stößt halt auch an Grenzen. Ne? Also ja. Wenn ich nicht nur Leute haben will, die keine Berufe nebenbei haben im Landtag, dann müssen die auch noch berufliche Möglichkeiten haben. Und etwa als Anwalt oder in anderen Bereichen ist eben auch das Mandatsgeheimnis zu wahren. Ne? Also auch da stößt man dann an Bereiche, wo das eben Grenzen hat. Und ich glaube nicht, dass es so weit gehen darf, dass man am Ende sagt, die Menschen, die im Parlament sind, dürfen keine Berufe sozusagen sonst haben. Sonst würde immer weniger ein Austausch zwischen Berufsleben und politischem Leben sozusagen stattfinden. Und das würde das politische Personal noch stärker aufs Berufspolitikertum begrenzen. Und das wäre aus meiner Sicht auch nicht förderlich. Also man wird da einen klugen Mittelweg finden. Man darf nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Da neigen wir auch oft in der politischen Debatte dann dazu, anhand von solchen Einzelfällen eben zu überziehen. Also es gilt hier eine offene Debatte zu führen, Transparenz zu schaffen, aber auch die Dinge in der Gesamtschau im Blick zu halten. Da stimme ich voll zu. Das ist, wir wollen ein Streitgespräch führen, Stefan. Haben wir noch einen Streitpunkt? Ich habe noch eine schöne Streitfrage. Wir haben nämlich auch schon 1956, deswegen muss ich leider auch schon die letzte Frage stellen. Die kam auch von einem unserer Zuschauer und ich finde, die ist ideal geeignet für ein Streitgespräch zwischen CDU und FDP. Und zwar, ist der Staat zu konservativ? Also,
Würde ich natürlich jetzt sagen, aus meiner Sicht auf keinen Fall. Aber da geht es ja schon, also dass ein Staat konservativ sein kann, da, deswegen habe ich da kurz gezögert, da bin ich mir jetzt schon gar nicht so sicher. Also ich glaube, man kann als Politiker konservative Einstellungen haben, man kann auch als staatlicher Akteur innerhalb des Staates eine konservative Einstellung haben. Das Staatsgebilde an sich, den würde ich solche Eigenschaften erstmal nicht zuschreiben. Es wird natürlich durch die Person geprägt, aber zuschreiben, dass ein Staat zu konservativ ist, diese These würde ich nicht unterstreichen und würde ganz kurz fragen, wo die Zielrichtung ist. Also vielleicht, ich kann das genauso, mir geht es genauso wie Sebastian Lechner. Der Staat hat nicht konservativ, oder er ist nicht und er hat nicht konservativ, er hat nicht progressiv oder sonst wie zu sein, sondern er hat eine dienende Funktion für die Menschen, die eben diesen Staat oder die sozusagen für denen er dient und die haben Haltungen und die werden im Parlamentar, in Wahlen sozusagen gefunden. Und wenn wir eine eher konservative Mehrheit haben, dann muss auch sozusagen die Institutionen entsprechend dieses reflektieren und eben umsetzen. Und genauso, wenn es eine andere Haltung sein sollte. Insofern würde ich nicht sagen, der Staat per se ist nicht zu konservativ. Wobei sozusagen die Institutionen natürlich was, das ist ja der Vorteil von Institutionen, sie überdauern. Also wenn man das darunter versteht, sie haben Beharrungskräfte, sie sind sozusagen auf Dauer angelegt. Das könnte man ja auch unter konservativ verstehen. Dann mag das sozusagen eine zutreffende Beschreibung sein. Aber das ist ja der Vorteil, wenn ich das noch sagen darf sozusagen. Aber ich glaube, da ist eben einiges in diesem Verhältnis aus dem Lot geraten, dass wir ja auch eine Stabilität dadurch haben, dass wir sozusagen das Beamtentum bleibt, ja, unabhängig von Wahlen. Die Beamten bleiben da. Und die politischen Verantwortungsträger, die wechseln in der Wahl. Aber dieses sozusagen diese Kontinuität, die das Beamtum gewährleistet, die führt natürlich auch zur Stabilität der Institutionen. Und das wiederum ist wichtig, glaube ich, für die Demokratie insgesamt. Sodass also dieses Konservative, wenn es so beschrieben ist, auch was Stabilisierendes und damit auch was Gutes hat. Das würde ich nicht als zu konservativ bezeichnen. Immer noch kein Strahl. Verdammt, ich habe es echt versucht. Gut, damit würde ich auch schon schließen wollen und mich zuallererst einmal bedanken bei Ihnen beiden, Stefan Wirkner sowieso, aber insbesondere heute Sebastian Lechner, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Abend mit dabei zu sein und auf die vielen Fragen unserer Zuschauer mit einzugehen. Für Sie möchte ich gerne noch eine Ankündigung machen, und zwar auf unsere nächste Veranstaltung, die ist schon in 2 Wochen, und zwar am 23. März. Da diskutiert dann unser innenpolitischer Sprecher Marco Genzel mit Professor Dr. Arndt Sinn von der Universität Osnabrück, und zwar zum Thema Clankriminalität. Auch dazu sind Sie alle natürlich herzlich eingeladen. Das könnte strittiger werden. Und meine Kollegin Frau Hühold hat gerade in den Chat schon einen Link geschickt, wo Sie sich gerne auch in unseren Kontaktverteiler eintragen können. Da halten wir Sie dann über alles auf dem Laufenden. Der kommt jetzt auch nochmal uns unten aktuell. Das war es dann soweit von mir. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren, und allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Danke, tschüss. Für die Gelegenheit. Tschüss.